Attacke plus 1 und sogar der Trefferwert ist um 1 gestiegen dadurch. So, kann Groschschaden. Ist auch eine 1W6, aber hat eine 5% Chance auf Wunden. Und hat einen besseren Körperkraftzuschlag. Also ja, dadurch wird die Parade zwar um 1 schlecht. Nee, halt die Attacke. Warte. Doch, die, das ist die. Nein, das ist die Parade. Das ist die Attacke. Die pa Attacke wird um 1 besser, weil der Abzug nie. Nee. Hä? Nein. Okay, Parade wird. Attacke und Parade werden jeweils um 1 schlechter. Was aber nicht so schlimm ist. Led ist halt ein Haufen Zeug, was wir dann wegpacken sollten. Dann haben wir einen Haufen Zeug, was wir verkaufen sollten. Angrosch zum Großen. Das Schmieden ist die höchste Kunst, die Ja, wir okay, können. der hat nur Bauernleitungen. Kommt näher, schaut! Die besten Werkzeuge Murolochs. Alles für den Holzwerker, Plättner und Schmied. Selbst Väterchen Arombolosch kauft bei uns ein. Habt ihr vielleicht Interesse daran, diesen zyklopischen Schädel von mir zu erwerben? Ein Schädel, nun egal wie ausgefallen er sein mag, mit so etwas handle ich nicht. Aber ihr könntet die Logosch zeigen. Vielleicht interessiert ihn das, denn er beschäftigt sich nebenbei auch mit Studien über den Körperbau. Aber davon abgesehen, sollte ich vielleicht einen Blick auf mein Sortiment werfen. Ein anderes Mal vielleicht. Also ja, zu Lugosch. Na, da müssen wir noch ein Stück rumlaufen. Und ja, da werden wir Gerling helfen. Ich weiß nicht, irgendwer hatte noch einen Quest. Ich hörte, es ist eurem mutigen Eingreifen zu verdanken, dass Murolosch vor Schlimmerem bewahrt wurde. Also, ich habe ja stets ge. Nein, sie hat nichts Besonderes zu sagen. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es noch Quests jetzt gab oder nachdem wir aus den Feuerfällen gekommen sind. Also es gab, glaube ich, noch eine Quest, aber die gibt es dann erst, wenn wir aus den Feuerfällen zurück sind. Garoshem und willkommen unter dem Segen Angroschs. Kann ich euch helfen? Auf meiner abenteuerlichen Reise durch die Höhen fand ich diesen Schädel eines Zyklopen. Was hattet ihr davon? Ein Zyklopenschädel? Wie hochgradig faszinierend. Kann ich euch überreden, ihn mir zu Studienzwecken zu überlassen? Ich würde euch dafür eine Auswahl feiner Tränke geben. Aber sicher, ich habe dafür ohnehin keine echte Verwendung. So, wir haben eine Quest abgeschlossen, die wir gar nicht gekriegt haben. Ja, die letzte Ruhe des Zyklopen. Ich habe den Zyklopenschädel im Zwergentempel abgegeben und hoffe, die Seele des Zyklopen wird nun Ruhe finden. Großer Zaubertrank, ein großer Ausdauertrank und ein großer Heiltrank. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall Zeug verkaufen gehen. Okay, nachdem wir Gerling geholfen haben. Aber ja, ich wollte gucken. Für Windmühle. Kommt mit Schwertern auf jeden Fall in Betracht. Brauche ich defensiven Kampfstil 2 noch dazu. Und ja, ist die bessere Variante von der Klingenwand auf jeden Fall. Na, nicht ganz. Das sind 4 extra Raden.
für die nächsten Kampfrunden. Und das hier ist wirklich Paraden oder Ausweichen gelingt immer und es gibt Gegenangriffe. Also ja, das könnte ich gut gebrauchen. Der Lehrmeister war auch, Waffenmeister Gnorblasch. Aber erstmal kurz Gerling helfen. Wobei, ich kann hier runtergehen und gleich zum Waffenmeister. Und ja, Gerling ist eh da drüben, also bevor ich einmal wieder im Kreis renne. Eine Klinge. Okay, Schwerter haben wir gelernt. Dann hätte ich gerne einmal den defensiven Kampfstil. Und dann noch Windmühle. So, den defensiven Kampfstil brauche ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Vorgrim benutzt den offensiven eigentlich ja auch nicht. Ja, weil das kostet 4 Ausdauerpunkte pro Attacke. Und die legt Vorgrim besser in Hammerschläge. Oder Befreiungsschläge. Weil er trifft sowieso schon ziemlich gut eigentlich. Gewandtheit gibt es ihm sogar noch einen Ausdauerpunkt, was praktisch ist. Und mehr braucht er ja eigentlich nicht. So, noch einen Punkt in Selbstbeherrschung. Vorgrim ist ziemlich pflegeleicht, was das angeht. So, Zauber bei dir. Attributo Konstitution mal steigern. Armatrutz steigern. Ein Punkt in Fingerfertigkeit, damit sie da 16 hat. Ein paar Punkte haben wir noch. Also mehr Attributo vielleicht. Oh, Falkenauge, Meisterschuss können wir auch ein paar Punkte reinpacken. Schwerter ist... Ich habe gleich geguckt. Bogen ist bei ihr Maximum. Okay. Schwerter ist bei uns auch Maximum. Das ist auch Maximum jeweils. Feinen Schärfen auch. Sonst brauchen wir hier nichts. Dann erstmal einen Punkt in Mut. So, Gladys. Der Punkt in Schlösser knacken. Der Punkt in Gassenwissen auf jeden Fall. Oh, hätten wir hier... Oh ja, feilschen und überreden. Alles klar. Das heißt, beim Gladys betören und Etikette hoch. Menschenkenntnis ist bei uns schon auf Maximum. Irgendjemand, der keine Selbstbeherrschung auf Maximum hat? Nein, alles gut. Magiekunde auf Maximum. Ein Punkt in Gewandtheit. Armbrust ist auf Maximum. Zauber. Fulminictus hoch. Lorumbarum ist auf Max. Armatrutz ist jetzt auch auf Max. Komm, noch ein Gewandtheit. Kann sie vertragen. Flimflam.
vielleicht noch zwei Punkte. So. Ja, sonst können wir gerade nichts mehr steigern. So. Gut. Dann erledigen wir jetzt Gerlings Aufgabe. Irgendwie sieht die Axt, die Vorgrim jetzt hat, putzig aus im Vergleich zu der vorherigen. Ihr wollt sie. Ja, Ulvine Niceback, die ist hinüber. So, Geschichten Murolochs. Ja, das kennen wir eigentlich ja alles, also werde ich es nicht nochmal vorlesen. Erste Geschichte Murolochs. So, das sind schon mal 50 Erfahrungspunkte mehr. Ja, jetzt muss ich nur noch Gerling sprechen und ihm die Informationen überbringen. Dann geht es nochmal zurück in den Kosch. Jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken. Doch, Rezeptbuch, Schmieden. Ja, ganz ehrlich, Vorgrim hat alles für die Zwergenskreier im Inventar, außer Lederbänder. Und Lederbänder haben wir zu Hause rumliegen. Von daher werden wir die mal schmieden und gucken, ob sie besser ist als das, was Vorgrim jetzt gerade trägt. Wächst zum großen Drachentöter. Es ist immer eine Freude, euch zu sehen. Wegen diesen Informationen, die ihr sucht. Ihr habt die Bücher gelesen? Ja, ich habe hier die Informationen, die ihr sucht. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich wusste, dass euch gefallen. Lasst es. Hier nehmt dies als Zeichen von meiner und Graf Krovitz Anerkennung. Nicht der Rede wert. Gehabt euch wohl. Haben wir irgendein Item? Ja. Was ist es? Ein Ring der Ausdauer. Oh. Sprich, Freund. Ja, der eine Punkt Gewandtheit bringt mir nicht so viel. So, wo ist der Ausgang? Da drüben, okay. Jetzt gehen wir aber nicht erst nach Talon, um dort Zeug bei der Krämerin zu verkaufen, sondern wir gehen und verkaufen unseren Schrott beim Krämer am Priosplatz. Also erst zum Priosplatz unseren Schrott verkaufen und dann in unser Zuhause.
Ihr seid lustig, wie hier alle möglichen Sachen auf der Map jetzt sind, Orte, die wir besucht haben, und wir können an keinen mehr von diesen reisen.